Claire möchte mit ihrem Geld etwas Sinnvolles tun und eine Organisation unterstützen, die kostenloses Mittagessen in indischen Schulen verteilt. Doch bewirkt diese Spende auch, dass die Kinder dadurch gesünder sind und besser lernen können? Wie kann das durch eine rigorose Wirkungsevaluierung nachgeprüft werden? Nehmen wir einige Schulen, in denen Mittagessen verteilt wird. Eine Möglichkeit wäre es, die Schulleistung der Kinder einmal vor Durchführung des Projektes zu messen und einmal hinterher. Ob die Leistungssteigerung danach am Mittagessen liegt, ist allerdings nicht vollständig belegbar. Andere mögliche Einflüsse, wie eine bessere Ernte oder engagiertere Lehrkräfte, die im gleichen Zeitraum passiert sind, könnten auch dafür verantwortlich sein. Warum vergleicht man also nicht die Schulleistung von Kindern, die regelmäßig Mittagessen bekommen, mit Kindern ohne Mittagessen? Auch dieser Vergleich ist problematisch, denn es könnte gut sein, dass das Mittagessen in Schulen ausgegeben wurde, in denen Kinder grundsätzlich eine bessere Nahrungs- und Gesundheitsversorgung haben und so von vornherein die Schulleistung besser ist. Claire überlegt sich, dass man idealerweise genau die gleichen Kinder zum gleichen Zeitpunkt einmal mit Mittagessen und einmal ohne untersuchen müsste. Leider ist das so aber nicht möglich. Niemand kann gleichzeitig essen und nicht essen. Es gibt allerdings sogenannte experimentelle oder quasi-experimentelle Methoden, die mittels einer Vergleichs- oder Kontrollgruppe versuchen, so nah wie möglich an diesen hypothetischen Vergleich heranzukommen. Dabei sprechen wir von einer rigorosen Wirkungsevaluierung. Der zuverlässigste Weg, diese Gruppen zu konstruieren, ist die Randomisierung, was so viel bedeutet wie zufällig auswählen. Wie funktioniert die Randomisierung? Angenommen, die Organisation hat Geld, um in 500 Schulen Mittagessen zu verteilen. Durch ein Losverfahren wählt sie dann aus 1000 Schulen 500 zufällig aus, die das Mittagessen bekommen und 500, die kein Mittagessen bekommen. Die Randomisierung stellt sicher, dass die Gruppen im Durchschnitt in all ihren Eigenschaften so gleich wie möglich sind. Dazu zählen solche, die man messen kann, zum Beispiel Gewicht der Kinder, aber auch solche, die man nicht gut messen kann, etwa wie motiviert ein Kind ist. So können andere Ursachen für die Leistungssteigerung ausgeschlossen und die Veränderung der Schulleistungen nur auf das Mittagessen zurückgeführt werden. Mithilfe der Methoden der rigorosen Wirkungsevaluierung kann die Wirkung des Projekts, das Claire unterstützen möchte, also tatsächlich nachgewiesen werden. Und sie kann sich sicher sein, dass ihr Geld gut eingesetzt wird.